Hallo Leute, willkommen zur nächsten Runde Star Wars Force Collection. So, letztes Mal haben wir ein bisschen rumgestisselt, ja, und Identifizierungsfehler. Quatsch und Cut. So, gerade mal das Passwort eingeben, das dürfte ja nicht sehen. Das ist nämlich mein Passwort. Meins. Ja, gut. So, ich habe schon ein bisschen gespisselt und gestüsselt. 37 bin ich. Geht hart ab bei mir. Definitiv. Jo. Wir können auch Punkte beanspruchen. Und so wie es aussieht, werde ich bald aus meiner Legion, in der ich gerade bin, rausgeworfen. In Anführungsstrichen. Da die. Da das irgendwas damit zu tun hat, da die ach du Scheiße, lol. Für die, wie heißt denn, für diese speziellen Legion Events, da da nur da da die Low Level Leute nicht wirklich was bringen. Ich kann es verstehen, klar. Ist halt schade wegen so bestimmten Sachen wie zum Beispiel Legionspunkten. Mal gucken, was ich da am Start habe, ob ich dann noch mal was kaufen kann oder ähnliches. Laden. Wir haben. Nice. Kaufen wir gerade mal 2 Silbertickets. So, und noch mal 2. Noch mal 1. Ja, und noch 2, ja. Ja, bevor ich da rausgeworfen werde und das nicht mehr nutzen kann. So. Jo. Aber ich kann sie verstehen, klar. Also ich nehme sie denen auch nicht übel. Ist vollkommen verständlich, dass man da lieber dann Leute dabei hat, die wirklich effektiv da mitarbeiten können. Jo. So. Nice. Inbox. Und noch weitere 9. Oh, noch ein Silberticket. Nice, können wir sogar 3 Dinger aufmachen. Das ist sehr cool. So, Karten, dann können wir gleich noch ein 4. machen. Ich will jetzt noch was tun. Und zwar irgendwas, was ich da. Chief Sherpa, den habe ich 2-mal. Da werde ich mal gucken, dass ich den mal maxe. Ich habe ja einiges an Credits auf Werten. Okay. So, da bekomme ich jetzt noch ein Dings. Ja, du bist voll. Ja, ist alles in Ordnung. Start. Ich habe übrigens meine Kristalle aufgebraucht für ein Kartenpack. Hab einen silbernen R2D2 bekommen. Ich habe mir gedacht, komm, wieso eigentlich nicht? Hab jetzt auch ein Stück vom Leben. So, dann haben wir jetzt 4 Stück. Dann ziehen wir die mal. Ja, 4 Karten, 2 bis 5 Sterne. Daumen drücken. So, Nummer 1 ist Mew. Nummer 2 ist Sebulba. Nummer 3 ist Sabe und Nummer 4 ist Ara Sing. Okay, wir haben nichts Brauchbares bekommen. Gut. Toll. Egal. Können wir hier noch was? Oh, nee. Das da habe ich ja, das da habe ich gemacht für, das damals. Hier gerade noch Glückwünsche senden. Wir haben euch auch alle lieb. Platin-Kartenpack, Meister- und Lehrling-Kartenpack. Meister-Lehrling. Meister-Lehrling. Naja, das letzte Duell. Ich verstehe. Machen wir gerade noch Quest-Gestissel. Ja. Ich habe schon wirklich ein paar Mal probiert, den Boba Fett, den 2. in Silber zu bekommen.
Kann ich ja gerade eigentlich mal machen, Beat wechseln. Da bin ich in Camino 4.2, 4.3 und 4.4. Okay, zurück. Geht's jetzt um Kampfweiter? Nee. Dann kommt jetzt Camino 4 und dann Camino 5 und Camino 6 kommt noch. Ach du Scheiße. Ja, Tatooine haben wir fertig, Ender haben wir fertig, Naboo haben wir fertig, 100%, ja. Camino 84%. Ach, kommt ja gar nicht mehr so viel. Ich hab gedacht, es kommt mehr. Egal, Quest, Landkartenquests. Tatooine, immer noch. Ja, und die habe ich noch nicht geschafft, da bin ich noch ein bisschen dran verzweifelt. Aber das ist eine Full Evo Karte. Und also volle Evolution. Ich gehe jetzt mal gegen den Dude. Ich will nämlich gern die, ich hätte nämlich gern den Boba Fett für da erste Evo Stufe zu machen. Wäre halt ganz nice. So, bam, bam, bum. So, ja. Bum, so, bum, bam, bum. So, und will da nicht so viel verschwenden. Ich gehe nämlich dann direkt dazu dem. Am kürzesten Weg. Jo. Angriff. Ja, manchmal droppen die halt Golddinger. Und das sind halt die ist dann die eigentliche Karte dann drin. Also ich lasse den Kampf immer so ganz normal durchlaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dann irgendwie mehr bringt. Tut es aber nicht. Es ist unnötig. Aber ja, es ist für mich selber besser. Da, R2D2 Silber. Ganz schnieke, wir haben jetzt mittlerweile schon 3 Silberkarten. Das freut mich. Ist ganz schnucklig. Der da haben wir auf der zweiten Evo. Ja, erste Evo-Stufe. Dann haben wir noch irgendwas auf der zweiten. Nee, glaube ich nicht. Nee, okay, so. Ja, 3. Toll. Nur Credits. Hat er nochmal betreten. Schaffen wir. Sehr gut. Ja, direkt nochmal. Immer versuchen. Yay, toll. Wow. So, Angriff. Angriff der Aura Sings. Aura Sings. So, das skippe ich immer. Dauert mir zu lang. 630 Credits ist ja auch eigentlich gar nichts. So, bam, bum. So, mit denen du. Oh Gott, das könnte sogar knapp werden. Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Ah, zwei verbinden direkt nebeneinander, okay. Knapper geht's nicht, ey. Und vorletzten Punkt noch geschafft. So. Ich hab's ja, also ich hatte ja bis jetzt noch auf keiner Map die Goldkarte, die Karte mal bekommen. Also das scheint schon relativ selten zu sein. Ja. Aber ich versuche mein Bestes, weil so eine Silberkarte, erste Evo-Stufe, ist schon ein bisschen stärker. Das ist ganz nice. Hätte ich halt schon gerne. So, ich weiß, dass diese Karte ist, die schon erste Evo-Stufe. Wenn ich das auf dem Bild am Anfang richtig gesehen habe. Ja. So. Man sieht es jetzt nicht. Ja, schade. So, vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Und, nee, leider auch nicht, wieder nur Credits, aber ja, sobald es passiert, werde ich euch benachrichtigen. Ich schicke euch dann eine E-Mail. Ja, und ich will nochmal dazu jetzt auch noch sagen, apropos E-Mail und Benachrichtigung, gestern kam nichts und auch Sonntag nicht, also gestern kam nichts, weil ich hatte einiges zu tun. Zum Beispiel habe ich mich, könnt ihr ruhig erfahren, bei der Fahrschule angemeldet und wegen Führerschein und so. Das hat dann noch ein bisschen Zeit beansprucht. Da war ich dann gerade dort zur ersten Theoriestunde. Ja. Deswegen, ich komme auch sehr spät von der Schule. Ich bin von der Schule direkt in die Fahrschule gegangen, das alles abgeklärt. Bin dann direkt dort geblieben. Ja. Deswegen, also ich bin erst seit knapp 2 Stunden daheim, also seit
Nee, seit einer Stunde, sorry. Mittlerweile 2 Stunden. Jo, und da hat sich das wirklich nicht rentiert, dann auch jetzt dann noch kurz WWE Supercard aufzunehmen. Und ja, das werde ich dann gleich direkt danach aufnehmen, dass ich schon für Mittwoch dann eine Folge habe. Jo. Ah, ich kann hier noch Soundeffekte anmachen. Es gibt. Gewonnen! Nice! Da ich so 5000 Punkte, das sieht man gern. So, Menü, Einstellungen. Sound an. Das ist gut so. Ja, dass man da noch ein bisschen extra Ton dazu hat. Zu dem langweiligen anderen Scheiß-Kampf. Was? Ey, Moment, da habe ich gerade irgendwas gelesen. Feuerprobe der Armee der Republik. Ah, das ist ja auch. Rang 2, Rang. Win, lose. Win, win, win. Oh, nice. Zweiter Rang, höchste erreichte Klasse. Siegespunkte 18. Eins habe ich verloren. Ich gegen Level 21er. Okay. Oh, das ist ganz schnuckelig. Sobald 7 Runden vorbei sind, werden die Beziehungen ermittelt und Beförderung und Degradierung festgelegt. Du wirst dann der Spielergruppe zugeordnet. Feuerbogenkämpfe werden automatisch ausgetragen. Abzeichen, das. Ah, okay. Meh, meh. Abzeichen. Und Klasse 2. Vielleicht erreiche ich ja da noch Klasse 3 oder höher. Ja, ganz nice. Ich wäre gern General. General Leutnant. Ich habe gedacht, General Leutnant wäre über General. Okay. Sergeant Major, Sergeant, Bataillonkommandant, Regimentkommandant, Seniorkommandant, Marshallkommandant, Oberst, Generalleutnant, General, General Kenobi. Ja, dann haben die anscheinend höchste Stufe gehabt, die Jedis. General Greyfuß auch. Gut, weiter zocken. So, können wir noch 2 Games tun? Ich suche immer Leute mit weniger Punkten, Kostenpunkten als ich, weil das gewinne ich dann meistens. Und sie auf meinem Level sind. Oder unter meinem Level. Weil ich will auch gewinnen. Ist ja nicht so wie bei WWE Supercards einfach so Schlitzschlatz und ja. Von 20 Spielen gewinnst du mal 19. Ne, ist hier leider nicht so. Also bei mir mal nicht so. Ja, hab ne eigentlich relativ ausgeglichene KD. Oh ne. Meister Yoda. Do your thing, please, ey. Über 2K. 200K. Das sollte ich nochmal hoffentlich. Oh, das ist ein silberner Yoda. Sollte ich nochmal. Boba rückt vor. Ja, das bin ich. Easy. Vielleicht das komische Schiff an. Töte es. Ach du Scheiße, dass wir leben. Oh Mann. Okay, mein Bo war noch nicht angekratzt und da steht noch Luke. Okay, das kann ich. Ach du Scheiße, yo. Bom, 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 bom. Ach du, das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass das Teil so viel Leben hat. Okay. Das war jetzt mal ein sehr interessanter Kampf. Also, ich krieg voll viel Punkte. Voll geil. Voll geile Punkte, yo.
Ja, Steak. Also ich verstehe, wie manche Leute es einfach schaffen, dann so mit Level 30 oder so eine goldene 5 Sterne Voll-Evo-Karte zu haben. Also Max Evo, also dreimal, also insgesamt 8 Karten. Warte, 1, 2. Moment. Ja, insgesamt 8 Karten. 8 scheiße, verdammt nochmal, goldene Karten. 5-Sterne-Karten voll aufgepumpt. 8 Mal. Also verstehe ich aber nicht mit Level 20, 25, 30. Also es ist mir echt ein totales Rätsel. Oh. Muss mich gerade um den Rücken jucken. Zum Schulterblatt. Da so eine Dreier voll Evo oder eine Vierer will ich auch noch verstehen, wenn man ordentlich Luck hat. Aber eine 5 Sterne voll Evo-Karte mit Level 30. Da ist halt Luck. Fucking Luck. Ja. Ich weiß, also irgendwas scheine ich falsch zu machen. Denke ich mal. Ihr müsst mir mal da Feedback geben in der Richtung, ob da irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, wie ich besser zu 5-Sterne-Karten komme, ohne dass ich da wirklich Geld ausgeben muss. Weil, oh, wenn ich Geld ausgebe, also wenn ich ge jegliches Geld, das ich für Spiele dieser Art ausgebe, sind reine YouTube-Einnahmen. Das kann ich euch so, sage ich euch das. Jo. Also, die kompletten Einnahmen, die ich von YouTube habe, was nicht vieles reicht, Durchschnitt für halt mal irgendwas zu kaufen in einem Spiel oder ein Spiel zu kaufen, nicht teures Spiel. Ach du Scheiße, ja, das verliere ich. Das kann ich skippen, das wird uninteressant. 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, Stissel. Yay, Chatraum. Alle Gegenstände annehmen. Oh, 100.000 Credits habe ich bekommen. Voll geil. Random Dingens. Wie, wie, scrolling, 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 scrolling. Mehr. Legion Starter. Sternschiff Dock. Ist was, Dock? Wie sieht's denn da eigentlich aus? Ja, muss ich an einem Sternschiffkampf teilnehmen. Das habe ich ja irgendwie nicht so Voraussetzungen dazu. I am too kacke. Ansehen, nee, ist auch nicht. Meep. Gut, dann Karten 9 plus. Oh. Oh, holy moly. Das Beste, was ich wirklich hier aus dem AP-Karten-Pack gezogen habe, war einfach eine silberne. Doch, war eine silberne. Ja. Das war auch schon nicht schlecht. Und. Oh, zwei neue Karten. Das freut mich ja sehr. Muss ich sagen, ich freue mich immer über den Darth Vader. Korde. Korde. Darth Vader, cool. Er ist männlich. Es ist weiblich. Ich kann auch zwei Karten ziehen. Los, please, gimme more. Yay, wer hätte gedacht, zwei Karten, die ich schon habe. Ja, das gedacht. Verkaufen. Alles verkaufen. Alle 8 aus. Nee, verkaufen. Oh, 9000.
Alles verkaufen, ich brauche Geld. Alles verkaufen, alles. Nochmal 8 auswählen. Alles verkaufen, alles. Ich brauche Geld, alles verkaufen. Alles auswählen, alles verkaufen. Ja, verkaufen. Der ist doof. Ich mag den nicht, der ist nicht in Ordnung, nö. Uff, werden. Jetzt gerade mal diesen einen Diesel da noch aufwerten, werde den dann kombinieren und dann nochmal aufwerten. Werde den wahrscheinlich dann in meinen Dingens einbauen. Skipple Dipple. So. Karten. Weiterentwickeln. Bis. Lol. Wählen. Wählen. Oh. Jo, nice. Entwickeln. Evolve. Chef Chirper. Slide. Pew. Evolution 1. HP blablub. Nice. Huh? Übertragung. Und der kann getauscht werden. Moment mal. Evolve. Pschu. Es werden mehr. Wow, guck dich diese Verbesserung an. Das ist richtig krass. Karten. Besitz. Das ist auch noch eine. 4 Sternekarte, die ich habe. 1, 2, 3, 4 Stück haben wir schon. Nice. Qui-Gon Jinn. Mr. Yoda. Shakti. Jetzt auf der ersten Evo. So, noch vollpumpen. Ich suche gerade dieses komische Viech. Da den habe ich. Ich habe einen auf Max Evo und einmal einen auf erster Evo. Den habe ich aber falsch geevot. Geevolutioniert. Und so habe ich da zwei genommen und immer einen dabei gemacht. Und den mache ich jetzt richtig, weil ich will, dass der geil aussieht. Also ich will den auf der richtigen Max Evo Stufe haben, dass die Schrift auch Gold ist. Ja. Ansonsten kann ich das leider nicht zählen. So, wählen. Oh, teuer. Teurer Freund. Aber schon ein bisschen besser. Ja. So, Karten Formation. Editieren. Was? Ach du Scheiße. Ja, okay.
Das ne Medium Reichweite. Nee. Nein. Abschließen, ja, okay. Gut. Der ist besser in jeglicher Hinsicht als Lea. Lea must die. Ja, gut. 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 Ja, wir haben also mittlerweile dann 4 silberne Karten in unserem Deck eingebaut. Finde ich ganz schnickelig. So, den R2, den Sith Darth Sidious, den Newt Gunray und den Boba. Cool. Speichern. Ja, schließen. Das ist ganz schnickelig. Was ist denn da jetzt? Nehmen wir mal, haben noch kurz Quest. Bestimmt noch mal ein paar Klicks. Oh yeah. Habe ich auch schon so abartig viele mittlerweile. So, die Area ist fast auch geklärt. So, würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also morgen bei einer Runde WWE Supercard. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Jo, gut, dann. Ciao!